Die Kooperation, die Sparkasse Bremen und Werder Bremen, gibt es seit Sommer 2015. Die Idee dahinter ist, dass hier zwei große, starke Bremer Marken zusammengehen. Wir haben wirtschaftliche Aktivitäten, beispielhaft GiroGo hier im Stadion, um das Bezahlsystem zu etablieren. Wir haben werbliche Aktivitäten im Bereich Bandenwerbung, Loge, Sponsoring und dann natürlich auch noch Aktivitäten im Bereich der Kinder- und Jugendförderung. Wir haben das Werder-Konto ins Leben gerufen. Das ist insbesondere eine Karte im Werder-Design. Und um diese Karte herum haben wir ein Mehrwertpaket gebaut, wo diverse Rabattaktionen laufen, wo der Kunde, der Fan ist, Vorteile hat. Ich möchte hier beispielhaft den Werder-Talk nennen, den wir jetzt schon einmal durchgeführt haben, exklusiv für die Kunden und Inhaber der Werder-Card. Und das soll auch regelmäßig passieren. Das Besondere an der Karte ist, dass Sie mit GiroGo kontaktlos bezahlen können. Sie laden Geld auf den Chip und gehen dann damit ins Stadion, bezahlen Ihre Bratwurst, Ihr Bier. Sie können sogar Ihre Freunde damit einladen. Sie gehen an die Kasse, das geht super schnell. Sie legen die Karte drauf, es wird abgebucht, kein Eintippen, kein Beleg. Fertig sind Sie und können das Spiel weiter genießen. Diese Zusammenarbeit ist auch sehr persönlich geprägt. Auch ich selber bin Inhaber der Werder-Card. Es gibt mehrere Jugendprojekte. Es ist einmal das Stadtteilturnier, das die Sparkasse hier initiiert. Und es ist das Werder-Camp, wo sich die Sparkasse auch sehr stark gezeigt hat. Das ist eine Initiative, wo wir Kindern und Jugendlichen aus allen Stadtteilen in Bremen die Möglichkeit geben, gemeinsam Trainings mit den Profis zu absolvieren oder auch mal ein Turnier. Wir haben hier so einen Mädchen-Fußballtag und haben die Mädchen in drei Gruppen eingeteilt, die ganz Jungen, die Mittleren und die Alten, und machen ein paar Trainingsübungen mit denen. Hier steht drauf, die Sparkasse Bremen, weil die Sparkasse hat es, glaube ich, finanziert, und ich finde das total toll, weil es jetzt endlich ein Fußballcamp für Mädchen gibt. Also Rot ist meine Lieblingsfarbe, ich mag Getränkes auch. Die gehen danach auch noch zum Spiel der Frauen gegen Wolfsburg, und ein ganz, ganz interessantes Spiel, und sie werden dort auch als Einlaufkinder fungieren. Die Sparkasse Bremen und auch der SV Werder Bremen sind dem Gemeinwohl verpflichtet, und wenn zwei starke Partner, die hier in Bremen zu Hause sind, sich zusammentun und ihre Kräfte bündeln, dann kann daraus eine ungeheure Dynamik für diese Stadt entstehen. Also alle Werder-Fans aufgepasst, alle Kunden aufgepasst, kommen spannende neue Aktivitäten auf uns zu, und wir hoffen, dass wir gemeinsam noch viele gute Dinge für unsere Stadt realisieren können.